Also die Viecher sehen schon ziemlich cool aus. Ist auch ziemlich cool gemacht mit dem Hochklettern. Ich weiß nicht, ich finde sowas cool. Nee, warte mal, ich warte mal auf den. Warum hat er nur noch so wenig Leben? Oh. Ich verstehe. Der wurde wohl ein bisschen getreten. Könnte man so sagen. Wow. Hier gibt es auch andere Tiere jetzt. Also neue Maschinenwesen. Was ist denn das? Ach, da hinten. Ach, da hinten. Da, guck mal, da ist so eine. Die Maschine in den Säcken eine Flüssigkeit herumtragen. Wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was für eine. Level 18. Ach so, ja. Gut, ich meine, wenn der Level 18 ist, dann gehe ich mal wieder weg. Ich glaube nämlich, der könnte vielleicht zu schwer sein. Ich weiß es nicht genau, aber um die werde ich mich später kümmern. Ich werde jetzt erstmal zu dem Lagerfeuer und speichern. Und dann kann ich mir ja nochmal angucken, was das mit diesem komischen Totenkopf da auf sich hat. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so weit. Naja, wobei, doch, es ist ganz schön weit weg. Hier ist noch ein Lagerfeuer. Na gut. Banditenlager Teufels, das stimmt, da soll ich mich mit dem Typen ja treffen. Na gut, ich meine, ich könnte hier hin und mich dann da mit dem treffen, ja. Warum nicht? Warum denn nicht? Werde ich aber trotzdem, glaube ich, bevor ich dann nach zu dieser komischen Krone da gehe. Banditenlager gesprochen. In einer Metallruine. Das muss wohl das Lager sein. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Ah. Deutschland! Oh. Schön unten bleiben. Hä? Wer schießt denn da? Ah. Au. Ach lol, da ist einer. Hab ich gar nicht gesehen, den Typen. So, tschüss. Nehme ich das dann ein oder wie, wat, wo? Oh nein. Wir haben die Leute gefangen genommen. Ich rette euch. Gleich. Moment. Beeindruckend. Hey. Bist du ein bisschen blöd oder was? Oh. Ich habe da nebengehauen. Ich sollte auch, glaube ich, nicht immer den schweren Schlag machen, sondern vielleicht auch mal den schnellen benutzen. Ah, er ist ausgewichen, der Arsch. Ja. Okay. Ups. Umzingeln! Nein, lass das. Halt. Ja. Ich hab doch keine Munition mehr. So. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Wär ich? Nee, gar nicht. Also hier sind auf jeden Fall noch ein paar.
Wie zum Beispiel dort. Muss ja auch weg, ne? So, alle töten. Sie haben es nicht anders verdient, vermute ich. Was ist das? Diese Amulette und sowas. Schlagscheinglas, aha. Okay. Hier sind immer noch ein paar. Alter, wie viele sind denn hier? Ich werde dich zerfassen. Echt jetzt? Ist ja voll witzig, dass du das sagst. Ja, ich bin einfach weg. Wie ein Ninja. Oh, scheiße, ist abgehauen. Ha. Hä? Ha. Die Sonne wird scheinen, wenn ich mit dir fertig bin. Echt jetzt? Boah, da bin ich ja voll dünn, ey. Umzingeln! Wer soll mich bitte umzingeln? Wir sind alleine, du Arsch. Umzingeln, wenn er der Letzte ist, wird's ein bisschen schwierig. Boah, 5000 EP gibt's dafür. Nicht schlecht. Banditenlager sind das, okay. Sucherin, darf ich mit dir reden? Nee. Na gut. Wer denn überhaupt du? Welche Ehre. Ich... Urmutter sei Dank. Ist alles okay? Brauchst du irgendetwas? Ja. Meine Freunde und ich sahen dich die Banditen aus dem Lager jagen. Gut für uns. Sie stahlen von uns, jagten uns durch die Nacht und lachten. Wir sind Ausgestoßene, keine Krieger. Fast ohne Schutz. Wo kamt ihr denn alle her? Manche von uns haben Jahre das heilige Land durchstreift. Ich selbst. Mein Heimatdorf brannte bei den roten Raubzügen nieder. Ich schäme mich, dass ich es nicht beschützt habe. Aber ich war ein Ausgestoßener, bevor die Kharja kamen. Wie habt ihr euch denn alle hier getroffen? Du fragst dich, warum wir miteinander sprechen, wo es doch verboten ist. Ja. Aber was sollen wir schon machen? Außerhalb des Beckens, allein. Es war kein Vorwurf. Ich war selbst ausgestoßen. Verzeih mir. Du kannst ruhig fragen. Ich brachte sie zum Sprechen. Ich sagte, dass wir zum Leben als Ausgestoßene verurteilt sind. Nicht, um hier zu sterben. Ein vernünftiger Ansatz. Warum wurdest du denn ausgestoßen? Ich war ein Trottel. Ich tat nie, was man mir sagte. Ging nie auf die Jagd, wenn ich stattdessen unterm Baum sitzen konnte. Ich stritt mich immerzu mit meiner Familie, legte mich mit den Kriegern an. Einmal wurde so ein Streit ernst. Ich erwischte ihn. Leider viel zu gut. Er fiel um. Und niemand wollte mir ein Wort für mich einlegen. Ich verdiene das Ausgestoßensein. Du scheinst jetzt ein ganz anderer Mensch zu sein. Das hoffe ich. Naja, jeder verdient vielleicht mal eine zweite Chance irgendwann. Wir sind alle Ausgestoßene, aber wir können nur zusammen überleben. Dieses einst verhasste Lager könnte uns jetzt nützen. Könnten wir hier bleiben, auch wenn es den Gesetzen der Stammmütter widerspricht? Unbedingt. Was macht er im Hintergrund? Darauf hatte ich gehofft. Der lootet. Du bist eine Inspiration für uns. Vielen Dank. Der lootet mein Zeug. Die Sau. Okay, das ist Banditenlager gewesen. Okay, cool. So, wir haben weitere Punkte, glaube ich, erhalten. Wir könnten aber auch wieder Sachen herstellen. Das ist ja auch gut. Fettes Fleisch brauche ich natürlich noch. Ich brauche ganz viel Fleisch sogar. Was? Seilwerfer-Munitionsbeutel Upgrade 1. Mache ich. Warum nicht? Den Rest kann ich nicht. Ich muss unbedingt Tiere jagen. Weil ich brauche Fleisch für alles
brauche ich Fleisch irgendwie. Okay. Cool gemacht. Cool gemacht. I like it. Ach, das ist doch hier dann Meridian, oder? Ich denke schon. Hier oben hätten wir nochmal... Nee, haben wir das gar nicht. Da oben haben wir noch eins, genau. Aber bevor ich da hingehe, ich will jetzt erstmal hier hin, weil ich das jetzt eigentlich gerne machen wollen würde. Deswegen aktiviere ich jetzt diese Quest, gehe hier hin. Reise dahin. Und dann machen wir halt das. Ich mache aber ganz kurz eine kleine Pause. Wir sehen uns danach sofort wieder nach einem kleinen Augenblick. Einen Wimpernschlag sozusagen. Bis gleich. Ich lasse das noch durchlaufen. Einfach so, weil ich gemein bin. Bis gleich. Nun gut. Leider ist unser Gefährt weg, weil ich denke mal, wenn wir uns teleportieren, dann ist es weg. Was natürlich blöd, aber das macht nichts. Dann laufen wir da jetzt halt hin, wo wir hinwollen. Das soll mich ja nicht weiter stören. Und dann gucken wir mal, ob wir die Gute finden, wo sie ist oder auch nicht. Bam! Nicht? Ah, dann ist er gut. Wie kriege ich denn... Das ist ja alles komisch, ne? Ah. Wie kriege ich denn so Knochen und so einen Scheiß? Oh, hier sind Leichen. Nein, ey, bleib hier. Was anderes rauswerfen. Nee, nee, machen wir nicht. Aber die soll mir... Hä? Ey, bleib hier. Nein, nein. Halt die Klappe. Frechheit, jetzt ist er weg. Hi. Hä? Tschüss. Nein, nein, ihr seht mich nicht. Hier muss der Angriff auf den Kriegstrupp stattgefunden haben. Ach so. Diese Verwüstung. Hier so? Okay. Gucken wir uns mal hier ganz genau um. Irgendwo wird da schon was sein. Viele Maschinen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Hä? Zerstörter, verdorbener Wächter. Schwerer Kampfschaden. Die Nora konnten einen Verderber erledigen. Ja, aber was... Hä? Vielleicht hat die Kriegsherrin etwas hinterlassen. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Das ist natürlich nicht nett. Muss man einfach auch mal so sagen, ne? Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Achso, ich kann die alle jetzt durchsuchen, oder? Das ist ja, ja, spaßig. Was? Wer bist denn du? Ja, hau raus. Oh, jetzt muss er sich irgendwo hinstellen, wo er... Mann. Immer diese Zwangsneurosen. Hallo. Boah, immer diese Zwangsneurosen, ne? Der muss... Ja, hey, was ist denn? Ja, ich bin nur hier, Mann. Ich bin nur dran. Verrückter Typ. Die Toten und Verwundeten alle weg. Gibt's hier keine Krieger und Heiler mehr? Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Baal sagte, dass Sona die Mörder verfolgt. Hatte sie Erfolg? Wir folgten ihrer Spur, aber wieder und wieder griffen uns ihre Maschinen an. Meine Wunden schwächten mich, also schickte Sona mich zurück, um auszurichten, dass sie den Kampf nicht aufgibt. Das heißt, beim Angriff auf den Kriegstrupp warst du hier? War ich. Ich dachte, die Erprobung sei unser dunkelster Tag. Aber ich lag falsch. Die Kriegsherrin versammelte noch die Nachhut. Und blind vor Wut tappte die Vorhut derweil in die Falle. Dutzende Tod in Minuten. Ohne Sonas Eingreifen hätten sie uns niedergemetzelt.
Varl wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruin bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Varl Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen, so allein. Ach, kein Problem, was soll ich jetzt tun? Ich habe nicht aufgepasst. Begib dich zu Sonas letzten bekannten Aufenthaltsort. Okay, das werde ich mal tun. Warum auch nicht? Ich möchte gerne rüber, danke. Okay, der ist da hinten irgendwo, 400 Meter in die Richtung. Das heißt, kann ich hier hinreisen? Ich kann hier hinreisen. Na, dann mache ich das mal. Mobile Schnellreisepunkte, das lobe ich mir doch. Und dann werde ich, ja, zu da hingehen, ne? Ja. Was ist das denn? Da ist eine Kiste. Momentchen mal. Okay, Notizbuch. Textdatenpaket, Hologrammdatenpaket, Quests von Direktorin Evans. Datenbeschädigung minimal. An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden sind. Die Wichita-Linie ist gefallen und unsere Position wird in weniger als 24 Stunden überrannt werden. Wie Sie sicher verstehen werden, steht kein Abtransport zur Verfügung. Es steht Ihnen frei, die Anlage zu verlassen und Ihr Glück zu Fuß zu versuchen. Schleuse 2 wird um 21 Uhr entriegelt und bleibt dann 15 Minuten geöffnet. Viel Glück. Für diejenigen, die unter uns, die nicht auf der Flucht sterben wollen, findet um 22 Uhr eine Versammlung im Gemeinschaftsraum statt. Schwester Chana wird geeignete Mittel zur Verfügung stellen. Ich möchte betonen, wie stolz ich auf jede einzelne Person bin, die hier gedient hat. Es ist wichtig, daran zu denken, dass unser Opfer nicht vergeblich sein wird. Ich hoffe, das macht die Sache etwas leichter. Seit Monaten unterschreibe ich meine Nachricht mit Direktorin Evans, aber ich glaube, wir können diese Formalität jetzt bleiben lassen. Möglich? 9. Januar 2061. Von allen ermüdenden und ständig wieder aufkommenden Themen, von denen die letzte Präsidentschaftswahl geprägt war, war keines inhaltsleerer oder unergiebiger als die Debatte über Schott gegen Frost. Die Entscheidung des obersten Gerichts, die Unternehmen das Recht zu billigte, sich über Stellvertreterkandidaten für ein politisches Mandat zu bewerben und dieses anzutreten. Man kann niemanden vorwerfen, darin ein echtes Problem zu sehen. Das Rennen um die Präsidentschaft brachte uns schließlich so köstlich dramatische Holoclips wie den mit Lacey Almodovar, halalalala. Ich will ihren Barney Tamis Manager sprechen und den mit Atami, in dem er Altmodovar gegen ihrer offensichtlich unternehmensfeindlichen Haltung als gefährliche Anarchistin beschimpft. Anarchistin, da steht Anarchistin, aber egal, macht ja nichts, das ist eine Anarchistin. Doch trotz Almodovars feuriger Rhetorik bleibt es eine Tatsache, dass der größte Geldgeber ihres Wahlkampfes das zweitmächtigste Unternehmen der Welt war. Alter, ich kann nicht mehr lesen. Metallurgic International. Zu glauben, dass sie ein ernsthaftes Interesse daran haben könnten, Daten beschädigt. Transkriptionen jeder Folge werden innerhalb von 24 Stunden auf andreatis.holo-transcripts gepostet. Besuchen Sie andreatis.holo und melden Sie sich noch heute für Jeffs Newsletter an. Jeff. Und da sind wir wieder. Hallo zusammen, hier ist die Jeff Andreatis Show. Natürlich übertragen vom rational-kapitalistischen Immersicast-Netzwerk. Und kommen wir direkt zum Punkt. Es gibt diesen Trend unter jungen Leuten, ausgerechnet nach China auszuwandern, um dort zu arbeiten. Sie wollen in Chinas Fabriken arbeiten, körperliche Arbeit verrichten. Das ist einfach... Heute gab es diesen Artikel auf Café Intel, eine dieser kulturellen Trendseiten, die bei den Aufklärern so angesagt sind. Alter, ich kann nicht lesen. Unglaublich. Und da stand,
dass sich die Immigration von amerikanischen Staatsbürgern nach China seit 2050 verdoppelt hat. Und wie kommt das? Tja, Café Intel will uns weismachen, dass die Unternehmenshoheit, der aktuelle Lieblingsboomer der Linken und die zunehmende Automatisierung ihre Chancen hier in Amerika eingeschränkt haben. Leute, ich weiß, das muss ich den klügsten Zuhörern der Welt nicht sagen, aber das ist absurd. Wisst ihr, was die Chancen dieser jungen Leute tatsächlich eingeschränkt hat? Schlechte Entscheidungen. Und nichts anderes. Gerade jetzt, in diesem Moment, steht jedem die beste Ausbildung der Geschichte zur Verfügung, der den Mut hat, sich um einen bescheidenen Kredit zu bewerben. Aber nein, diese Kinder, diese verzogenen, früher war alles besser Sager, mit ihren nachgeplapperten, ungeprüften Vorurteilen gegen die fantastische Arbeit, die Unternehmen aller Welt leisten und besonders in diesem Land, sie plärren. Oh nein, ich will nicht in eine Unternehmensschule gehen. Ich will nichts Nützliches von erfolgreichen Leuten lernen. Ich will nach Vancouver ziehen. Ich will einen Abschluss im Bashcore-Studien an der bekifft bis zum geht nicht mehr Universität. Geil, sowas gibt's. Aha. Was genau hatten Sie denn erwartet? Wenn Sie mit Ihrem Abschluss in kreativer Ausdrucksweise von irgendeiner linken Bildungsschmiede an der Ostküste kommen, von der noch nie jemand gehört hat? Leute, in diesem Land gibt es keine Abwanderung der Intelligenz. Es gibt eine Abwanderung der Schande. Und ich sage, weiter so. Wir werden hier gleich die Leitungen freischalten. Wenn ihr einen Kommentar abgeben möchtet, wisst ihr, wo ihr uns findet. Wie immer, keine Skins, keine Stimmverzerrung. Wenn sich jemand in meiner Show wie ein aggressiver Arsch aufführen will, dann bitte offen und ehrlich, ihr Feiglinge. Aha. Aha, mhm, okay. Verrückt. Ganz schön verrückt alles. Das war das also. Okay, komme ich jetzt auch wieder rausgesprungen? Ja. Nein, ich komme nicht mal raus. Nie wieder doch. Sehr gut. Ach, guck mal, das ist mein Freund. Das finde ich toll.